Die Sonne, eine mächtige Energiequelle, die für den Menschen fast unbegreiflich ist. Die Quelle allen Lebens auf unserer Erde. Aber was ist, wenn jemand in ihre Nähe kommt? Mit Hilfe der neuesten Technologie zur Sonnenbeobachtung wurde festgestellt, dass UFOs näher an der Sonne fliegen, als man es für möglich gehalten hätte. Und sie dringen sogar bis unter die Oberfläche vor. In ihrem flammenden Kern. Es ist eindeutig keine Machtdemonstration. Denn wenn es so wäre, würden sie und ich nicht mehr existieren. Die Erscheinungen solcher Objekte werden oft von Explosionen in der Sonne begleitet, die katastrophale Folgen haben können. Besuchen UFOs tatsächlich die Sonne? Wenn ja, was bedeutet das für den Planeten Erde? Kommen Sie zu uns, und wir werden alles über die Aliens erfahren. In unserem Projekt, Die Fremden. Der 21. Dezember 2011, der Stereo-Eye-Satellit der NASA, einer von zwei Satelliten, die 2006 gestartet wurden, zur Überwachung der Sonnenaktivität, fängt massive Energie- und Strahlungsausbrüche von der Sonnenoberfläche ein. Manchmal sind diese Emissionen so groß, dass sie die Erde erreichen. Das Magnetfeld unseres Planeten ist das einzige, das uns vor diesem Feuertod schützt. Als die Bilder im Internet auftauchen, findet der YouTube-Nutzer, Senixter, darin etwas Unerwartetes. Eines der Bilder zeigt ein seltsames rechteckiges Objekt, das im Weltraum über dem Planeten Merkur schwebt. Sein Umriss ähnelt den Sonnenkollektoren auf unseren Satelliten und Raumstationen. Jedoch gibt es keine Satelliten in diesem Gebiet. Das Merkur-Objekt ist also ein echtes UFO. Senixter veröffentlicht seine Erkenntnisse auf einer beliebten Video-Website, das unter Ufologen und Wissenschaftlern Aufsehen erregt. Aber es ist nicht die Art von Aufmerksamkeit, nach der sich die NASA sehnt. Geheime Dokumente. Eine Vertuschung des Stereo-Falles. Die NASA behauptet, der geheimnisvolle Apparat sei nur eine Sonnenfaser und ein riesiger Gasstrahl, der von der Sonne aufsteigt. Trotz dieser wissenschaftlichen Erklärung, die Agentur schneidet die Bildübertragung von Stereo ab. In ihrer Erklärung erklärt die NASA, dass Stereo in den Notfallmodus für die Wiederaufnahme von Serien übergegangen ist und dass sie daran arbeiten, die Maschine wieder in den Normalmodus zu bringen. Warum hat die NASA die Übertragung von Stereo am Tag, nachdem die Welt das UFO auf dem Merkur gesehen hat, abgebrochen? Waren die technischen Probleme der Behörde nur ein Zufall, oder wurde das seltsame Objekt unter Ausschluss der Öffentlichkeit untersucht? April 2012. Wissenschaftler des SOHO Solar- und Heliozentrischen Observatoriums untersuchen Bilder, die bei der Beobachtung der Sonnenaktivität aufgenommen wurden und bemerken etwas Ungewöhnliches. Ein riesiges handförmiges Objekt, das mit keinem anderen natürlichen Phänomen im Kosmos vergleichbar ist. Bei näherer Betrachtung sieht es verdächtig nach einer Raumstation aus. Die Nachricht von dieser Entdeckung verbreitet sich schnell in der ganzen Welt. Die Experten sind nicht nur über die enorme Größe des Objekts erstaunt, sondern auch über seine Fähigkeit, so nahe am feurigen Herzen des Sonnensystems seine Integrität zu bewahren. Die außerirdische Station ist nur 600.000 Kilometer von der Oberfläche der Sonne entfernt. In dieser Entfernung schmilzt sogar Titan. Kein bekanntes Metall kann dieser Art von Hitze standhalten. Und Hitze ist nicht die einzige Gefahr, die von den stellaren Riesen ausgeht. Die Sonne sendet intensive Strahlung aus. Das macht es unmöglich, bis zu 2 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt, in Schiffen aus irgendeinem bekannten Material, Expeditionen zu unternehmen. Das unbemannte Raumschiff, das der Sonne am nächsten kam, war Helios 2 in einer Entfernung von 40 Millionen Kilometern. Wenn dies tatsächlich eine außerirdische Station ist, dann ist es ein Produkt von so hoher Hochtechnologie, dass es schwer ist, es sich überhaupt vorzustellen. Aber warum sollten Außerirdische an unserer Sonne interessiert sein? Handelt es sich um eine Forschungsreise, oder haben sie andere Ziele?
Die Teleskopsatelliten der NASA haben kürzlich ein riesiges UFO in der Nähe der Sonne entdeckt. Diese Objekte wurden von normalen Menschen beim Betrachten von Fotos entdeckt. Aber die Agentur hat seitdem den Zugang zu ihren Archiven eingeschränkt. Ob sie versucht, die Anwesenheit von UFOs in der Nähe der Sonne zu verbergen? Und wenn sie da sind, dann mit welchem Ziel? Ob ihre Aktivitäten den Planeten Erde bedrohen könnten? Geheime Dokumente. Der große Stromausfall im Nordosten. Am 9. November 1965. Hunderte von Menschen im Nordosten Amerikas sehen ein helles Objekt als kuppelförmiger Feuerball beschrieben. Zur gleichen Zeit fliegt ein kleines Flugzeug von der Seite Pennsylvania und bemerkt zwei UFOs. Kampfflugzeuge der Luftwaffe eilen ihnen zu Hilfe. Sie eröffnen das Feuer auf die zwei Objekte und sehen, wie die unbekannten Flugobjekte mit unglaublicher Geschwindigkeit davonfliegen. In nur einer Stunde haben diese UFOs im Nordosten Angst verbreitet. Aber selbst das verblasst im Vergleich zu dem, was danach geschah. Gegen 17 Uhr kommt es im Nordosten der Vereinigten Staaten und in Kanada zu einem massiven Stromausfall. 30 Millionen Menschen sind seit 13 Stunden ohne Strom. In der Zwischenzeit wird hinter den Kulissen der streng geheime Bergsteigerstützpunkt in Virginia aktiviert. Es handelt sich um eine unterirdische Anlage, die dazu dient, den Präsidenten im Falle eines nuklearen Angriffs zu evakuieren. Schließlich wird als Ursache für die Abschaltung menschliches Versagen angegeben. Ein Fehler eines Kraftwerksmitarbeiters. Aber angesichts der jüngsten UFO-Sichtung in der Nähe der Sonne, erklären einige Experten das Geschehen anders. Es handelt sich nur darum, wie die Sonne brennt. Die Sonne ist eine massive Kugel, die hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium besteht und durch die gewaltige Anziehungskraft ihres Kerns zusammengehalten wird. Was zu einer ständigen Freisetzung von Strahlung durch den Prozess und die Kernfusion führt. Eines der Nebenprodukte der Kernfusion ist Helium-3, eine unsichtbare Substanz, die durch den Sonnenwind durch das Universum geblasen wird. Die Erdatmosphäre lässt nicht zu, dass Helium-3 die Oberfläche des Planeten erreicht. Nun, der Mond hat jedoch keine Atmosphäre. Seine Oberfläche wird seit Milliarden von Jahren von einem ständigen Strom von Helium-3 bombardiert. Einige Experten sind der Meinung, dass diese massiven Raster bald zum Auslöser eines weltweiten Konflikts werden könnten. Wissenschaftler glauben nämlich, dass Helium-3 eines Tages in Kernreaktionen auf der Erde verwendet werden könnte. Eine Nation, die Helium-3 auf dem Mond kontrolliert, kann die Welt kontrollieren. Die NASA untersucht auch Helium-3 als potenziellen Treibstoff für nuklear angetriebene Raumfahrzeuge. Deren Geschwindigkeit wäre dreimal so hoch wie die heutige. Vielleicht sammeln UFOs, die die Sonne umkreisen, überschüssiges Helium-3 ein, um ihre Raumschiffe aufzutanken. Theoretisch, wenn man ein UFO damit betankt, erzeugt es ein starkes Magnetfeld. Einige Experten glauben, dass es dieses Feld war, das das Stromnetz im Nordosten gestört und den massiven Stromausfall verursacht hat. UFOs sind die Ursache für den Ausfall unseres Stromnetzes. Einige Experten haben eine andere Theorie, warum die UFOs die Sonne besuchen. Es könnte den Schleier des Geheimnisses über die angebliche NASA-Verschwörung lüften, um Beweise für die Anwesenheit von Außerirdischen zu verbergen. Geheime Dokumenten. Eintauchen in die Sonne. Stereosatelliten der NASA, die 2011 UFOs auf Merkur aufgenommen haben, nehmen eine erstaunliche Serie von Bildern massiven, erdgroßen UFOs auf, die sich nicht nur in gefährlicher Nähe zur Sonne befinden, sondern unter seine glühende Oberfläche tauchen und dann wieder in den Weltraum hinausfliegen. Objekte dieser Größe in unmittelbarer Nähe eines Sterns hätten eingesaugt und zerstört werden müssen. Aber diese Objekte scheinen gegen eine der stärksten Kräfte im Universum immun zu sein. In der Ufologie-Gemeinschaft gibt es einen Wirbel um die Bilder, die nach Antworten verlangen. Die NASA antwortet, dass eine Störung im zentralen Datenlogger, in dem alle Daten der Expeditionen gespeichert werden, zu Anomalien in den Fotos geführt hat. Die Agentur bezeichnet das Eintauchen der UFOs in die Sonne als eine einfache technische Panne. Doch dann löscht die NASA die Fotos plötzlich und ohne jede Erklärung aus dem Internet, ohne eine Spur zu hinterlassen. Warum hat die NASA die Fotos, die sie für bedeutungslos erklärte, so schnell entfernt? Was versuchen sie zu verbergen? Und wie lange dauert diese UFO-Akrobatik noch? Die Antwort liegt vielleicht in dem entscheidenden Moment für eine der größten Zivilisationen der Welt.
Ein aktuelles Foto beweist, dass UFOs näher an der Sonne fliegen als je zuvor. Einige Experten glauben, dass sie dort auftanken. Andere glauben, dass ihre Verbindung tausende von Jahren zurückreicht. Viele alten Kulturen verehrten die Sonne. Aber ein Herrscher hat diesen Kult auf eine neue Ebene gebracht. Altes Ägypten, Mitte des 14. Jahrhunderts vor Christus. Zum Zeitpunkt seiner Thronbesteigung, des Herrschers von der legendären Frau Nofretete. In der Zeit, wo er herrschte, verehrten die Ägypter ein ganzes Pantheon von Göttern und Göttinnen, die mit verschiedenen Aspekten des täglichen Lebens verbunden waren. Aber Echnaton ersetzte sie durch einen einzigen Gott, Aton, der Sonnengott, und erklärte, dass jeder ihn allein anbeten solle. Bei Aton klingt es, als käme eine mächtige Gottheit aus dem Nichts. Er ersetzt das gesamte Pantheon der früheren Götter Ägyptens und gibt Echnaton seinen Segen. Warum er sich für Echnaton entschied und warum Echnaton beschloss, ein ganzes Jahrtausende altes Glaubenssystem in einem Wimpernschlag zu verändern. Es war eine schockierende Abkehr von der jahrtausendealten religiösen Tradition. Aber das ist nicht das einzig Bemerkenswerte an Echnaton. Es gibt eine Verbindung zwischen ihm und seiner Gottheit, wenn man die Theorie akzeptiert, dass Aton ein außerirdisches Wesen war. Dann könnte Echnaton tatsächlich sein Nachkomme gewesen sein. Jahrtausende lang waren die ägyptischen Pharaonen alle gleich. Aber Echnatons Bild ist völlig anders. Sein Schädel und seine Gesichtszüge sind langgestreckt. Und die Figur sieht anders aus, als alles bisher Dagewesene. Viele Experten haben versucht, dies als Folge von zerebraler Hydrocephalus zu erklären. Aber Ufologen haben eine andere Theorie. Echnaton war der Ehemann von Nofretete und der Vater von Tutanchamun. Aber heute nennen ihn die Ufologen King Alien. Die Ähnlichkeiten zwischen dem alten Pharao und modernen Beschreibungen von Außerirdischen aus Augenzeugenberichten sind frappierend. Weitere Beweise für die ägyptisch-außerirdische Verbindung finden sich im Tempel, dem Abydos-Netzwerk, das 50 Jahre nach Echnatons Tod erbaut wurde. Im Tempel von Seton wurden an den Wänden Hieroglyphen gefunden, die stark an Flugmaschinen erinnern. War Aton, der Sonnengott, ein Außerirdischer, und der Pharao, der Sonnenanbeter Echnaton, eine Mischung aus Mensch und Außerirdischem? Wenn ja, dann verläuft das Blut in den Venen seiner Nachkommen, das Blut der Außerirdischen. Vielleicht wandeln sie noch immer auf der Erde als lebender Beweis für die Existenz einer uralten außerirdischen Rasse. Nach Angaben der Wissenschaftler des Schweizerischen Genealogiezentrums IGENIA, lautet die Antwort ja. Langjährige Untersuchungen haben gezeigt, dass bis zu 70% der britischen Männer und die Hälfte in ganz Westeuropa sind mit dem ägyptischen Pharao Tutanchamun verwandt. Das bedeutet, dass 50% der Männer in Westeuropa einen gemeinsamen Vorfahren haben könnten. Der mutmaßliche Nachfahre von Menschen und Außerirdischen ist der Sonnenpharao Echnaton. NASA-Bilder zeigen seltsame Objekte, bei denen es sich um UFOs in Planetengröße handeln könnte, die unter die Oberfläche der Sonne eintauchen und wieder auftauchen. Eine Reihe von Wissenschaftlern glaubt, dass Außerirdische die Sonne als Treibstoff für ihre UFOs nutzen. Aber neue Bilder des Sonnenobservatoriums der NASA, SOHO, könnte der Schlüssel zur Beantwortung der großen Frage nach UFOs sein. Dieses riesiges Loch, das an der Oberfläche der Sonne entsteht. Manche glauben, dass genau dort, das riesige UFO im Inneren der Sonne verschwindet. Sie glauben, dass es sich bei dem Loch um ein interstellares Portal handelt, in das UFOs eindringen, um dann in einem ähnlichen Portal auf einem anderen Stern der Galaxie wieder aufzutauchen. So überwinden sie riesige interstellare Entfernungen in einem Wimpernschlag. Und da es in einer Milchstraßengalaxie etwa 300 Milliarden Sterne gibt, ist die Zahl der möglichen Ziele nahezu unendlich. Wenn das stimmt, dann könnte eine der großen alten Zivilisationen direkt mit Außerirdischen aus einem anderen Sternensystem verbunden sein. Dies veranlasst einige Experten zu der Annahme, dass wir eines Tages entdecken könnten, dass unsere Heimat gar nicht die Erde ist, sondern ein anderer Ort in der Galaxie, am anderen Ende des Universums.